Unser Thema ist nachhaltige Kleidung. Wusstest du das? Viele Menschen von 7 bis 23 Uhr in einem Zulieferbetrieb arbeiten. Und das auch noch zu Niedriglöhnen unter unmenschlichen Bedingungen. Es gibt Länder, in denen sich viele Menschen keine neue Kleidung leisten können. Außerdem gibt es teure Kleidung, die gefährliche Inhaltsstoffe beinhalten. Wusstest du, dass die meistverwendete Naturfaser Baumwolle ist? Beim Anbau werden mehr Pestizide benutzt als bei jeder anderen landwirtschaftlichen Produktion. Nachhaltige Kleidung erkennt man zum Beispiel an den Ökotex, ein internationales Zertifizierungssystem oder bestimmte Siegel. Was kannst du tun? Soziale Aspekte, Abschaffung von Kinderarbeit und von Zwangsarbeit. Du kannst eine Kleidung, die du nicht mehr benötigst oder nicht mehr tragen willst, spenden für einen wohltätigen Zweck. Aber du solltest achten, dass die Kleidung nicht so stark verschmutzt oder nicht so stark beschädigt ist. Was kannst du tun? Vermeidung von schädlichen und Chemikalien beim Anbau und Verarbeitung. Es werden auch alte Kleider verkauft, erneuert, getauscht oder auch reguliert. Bei Kleidung sollte man aufpassen, dass man es aus guten Herstellungen und Arbeitsverhältnissen bekommt. Außerdem sollte man auf das Material achten. Musik.